Matthias, erstes Pflichtspiel für die Loksche, Doppelpack von dir, erst 3-0 Sieg, souverän. Was habt ihr besser gemacht heute als Meusewitz? Ja, ich glaube, man hat von der ersten Minute an gespürt, dass wir viel vorhatten und ja, haben dann nervös begonnen, aber umso länger das Spiel ging, umso mehr Fuß haben wir gefasst im Spiel. Klar waren wir dann nach dem 1-0 ein bisschen nervös wieder gewesen, also da haben wir irgendwie um ein Gegentor gebettelt, aber ja, dann haben wir, glaube ich, einen Deckel drauf gemacht mit dem 2- und 3-0. Ja, und umso schöner, hier war schön Druck im Kessel, hat Spaß gemacht, die Fans sind durchgedreht, so muss es sein. Du sprichst an, ihr wart ein bisschen nervös am Anfang, hat Scholle irgendwas in der Halbzeit gesagt, dass ihr noch ein paar Kohlen reinlegen müsst? Nee, das nicht, er meinte einfach nur, dass wir an unsere Stärken glauben sollen, dass wir ganz entspannt machen sollen, den Ball laufen lassen, ja. Und so ist dann auch das 1-0 entstanden, ne? Klar war ein Standard, aber da sind wir halt auch brandgefährlich und ja, hat gepasst. Wenn es so weiterläuft, was ist deine Prognose? Das war nächste Woche auch Gewinn. Super, vielen Dank. Ab in die Eistonne. Ja, genau. David, Glückwunsch. Erstes Saisonspiel, Auftaktsieg, super. Und dann noch gegen die alten Jungs. Wie war das so, gegen die alte Truppe zu spielen? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, das erwartet vielleicht schweres Spiel. Nicht nur der Witterung geschuldet, sehr, sehr heiß. Die Mannschaft stand tief vor Meusewitz. Ab und an auch gefährliche Konter. Das ist einfach so. Das kann man dann auch nicht immer alles verteidigen, ja. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es für das erste Spiel sehr, sehr gut gemacht. Ich bin super happy, in dem Team zu sein. Es macht super Spaß, die Charaktere sind geil. Die Jungs spielen guten Fußball, einer für den anderen da. Das ist, denke ich, mal ganz wichtig. Und ja, super Saisonauftakt, die Fans gleich mitgenommen. Ja, freuen wir uns. Super, ja. Also macht viel Spaß, von draußen zuzugucken. Was hat Scholle gesagt in der Halbzeit? Geduldig weiter spielen oder eine Schippe drauflegen? Ja, richtig. Also wir haben es auch selber schon gesagt. Trainer musste da auch dann nicht zu viel sagen, weil es war klar, und zwar vorm Spiel schon klar, es wird darauf ankommen. Ich habe es auch die Woche schon ein paar Mal gesagt, dass du geduldig bleibst, auch wenn Fehler passieren. Uns sind auch sicher ein paar Fehler passiert. Das ist nun mal so. Du musst geduldig bleiben und irgendwann machst du dann das Tor, ja, weil du die Qualität einfach vorne hast. Hat man ja gesehen. Und ja, wie gesagt, wir sind super happy. Und ja, jetzt kann es weitergehen am Freitag in Berlin. Christopher, Glückwunsch zum Auftaktspiel. Wann hast du erfahren, dass du heute ran darfst? Im Laufe der Woche haben sie mit mir geredet und genau, wurde abgezeichnet dann sozusagen. Und vom ersten Moment logischerweise hochmotiviert und. Definitiv. Also ich war richtig motiviert. Wir haben uns alle gut vorbereitet auf die Saison. Und ja, war natürlich auch eine geile Stimmung heute. Am besten noch 3-0, 3 Punkte. Es gibt nichts Schöneres. Besser kann es nicht beginnen. So ist es. Die Mannschaft hat ein bisschen zögerlich erst angefangen. Was hat Scholle gesagt, dass er in der Halbzeit noch eine Schippe drauflegt? Ja, naja, wir sollen einfach unser Spiel, unser Stiefel runterspielen. Und dann kreieren wir allgemein Chancen und so. Müssen hinten sauber bleiben, keine Fehlpässe machen. Und dann läuft es von alleine ins Spiel. Du hast so ein, zwei richtig gute Aktionen gehabt. Ab wann hast du das Gefühl gehabt, das wird heute was? Die ersten 5 Minuten brauche ich immer zum Reinkommen. Spielpraxis ist eh nicht so vorhanden bei mir, deswegen. Aber ich würde sagen, nach dem 2-0 hatte ich da noch eine Möglichkeit, wo ich die Jungs noch sozusagen vorm Ausgleich bewahren konnte. Und von da an wusste ich, ja, heute gehen wir mit 3 Punkten nach Hause. Super, vielen Dank. Danke. Alles Gute.